Du kleiner Fisch, hast du dich unterziehen schon noch? Warte. So, Patrick ist schon wieder aggressiv, Alter. Hallo. So, haben wir hier Rumatras da, Alter. Warum ist Patrick hier, Junge? Weiß ich nicht, er hat sich einfach reingesneakt, Alter. Ich hab grad wieder Stress hier machen, oder was? Ich hab grad mit Gewitter im Kopf Minecraft gespielt. Ja, und? Hm? Haben die alle beleidigt, oder wie? Ja, so primär nur er. Der andere hat ja kein Tourette, aber das war eine ganz lustige Erfahrung auf jeden Fall. Digga, das ist auch schon legendär bei dir, ne? Mit wem du alles schon Minecraft gespielt hast. Sogar hier mit Ben Laxauer, wie der damals hieß, ne? Oder ich werde demnächst mit Lucy Cat Minecraft spielen, hoffentlich. So unnötig, Alter. Was denn? Aber sowas, Alter, nee, warte mal, Travis hatte euch jetzt bestimmt sterben lassen. So ist der Weltteil, den besten Bürgermeister, der Stege und Colin. Junge, Stege und Colin haben eine Falle bei mir im Haus errichtet, Kevin. Komm mal ganz kurz zu mir. Alter. Rumatra? Ja, hallo? Komm mal schnell in mein Haus. Ganz schnell in dein Haus. Okay, ja, so runter auf die Zwischenebene, Bruder. So, was ist angesagt? Wollen wir heute hier den komischen Quittenturm sprengen oder was? Was? Können wir machen. Was? Komm mal hierher, Alter, Petrit. Was habe ich gehört? Quittenturm sprengen? Ich verstehe nicht, warum kann Petrit nicht einfach... Oh, Mann. Warum kann Petrit nicht einfach bei dir bauen, Revi? Oh, nein, das gefällt mir gar nicht. Nein, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber jetzt ist der Turm bei mir wieder, weißt du? Ey, Jungs, doch, hier ist eine Falle von hier errichtet. Hinten. Hallo, Jungs, komm mal bitte. Hier haben Stegi und Colin haben eine Falle bei mir errichtet. Die haben eine Falle bei mir errichtet. Das waren die nicht. Da steht auf Schildern drauf, dass die das waren, Alter. Ja, aber nur weil das da drauf steht, waren die das ja nicht. Das war bestimmt Petrit und hat das auf die geschoben. Ja, klar. Guck mal, was die Schilder steht. Hey, du, wie du siehst, hättest du schon wieder sterben können, obwohl du extra geschaut hast, ob hier Wasser ist. Aber wir sind nicht so, wir sind liebe Menschen. Trimax hätte euch bestimmt sterben lassen. Wählt daher die besten Bürgermeister der Welt, Stege und Colin. Die sind es. Die sind es nett und lieb. Danke. What the f***, Alter? Das ist einfach so ein Jebait, weil den alle hier nutzen in der Stadt, diesen Wasseraufzug. Komm, lass uns heute mal richtig Stress schieben. Ich hab richtig Bock aufzudrehen, mal richtig jemanden töten oder so. Okay, machen. Komm mal runter. Jetzt auf einmal, komm mal runter. Ah, Revi, ich hab kein Waterbucket. War das knapp. Komm mal runter. Ja, was denn? Ja, guck. Mach auf. Und mal, wenn du Pops hast, pass auf. Ich muss direkt auf Klo, wenn ich das Ding sehe. Auf. Hat der Namen? Ja, der hat Namen. 100%. Dieter Lombardi, lol. Du hast Dieter Lombardi zurückgeholt. Wie das? Ja, der ist wieder da. Ja, siehst du, hab gestern noch meine Streams nochmal richtig getryhardet. Wie krieg ich den jetzt da hoch? Tja, das weiß ich nicht. Das ist ja noch Teil deiner Aufgabe, ne? Tja, das kann gut sein. Jungs, hier vorne ist ein Anschlag auf uns passiert, ne? Auf Leib und Seele, schaut mal hier. Guckt euch diese perfide Konstruktion an. Auf Leib und Seele. Lies dir die Schilder durch. Das ist so extra so eine Trap, guck mal. Seht ihr das? Nein, aber guck mal, was da steht. Bitte, besten Bürgermeister. Das ist schon mit Satzzeichen, das kann ich gar nicht geschrieben haben. Richtig. Ja, das müssen die beiden gewesen sein, Alter. Das könnte auch so Stegi sein oder so. Natürlich war das Stegi, steht auf dem Schild dann drauf, du Bot, Alter. Ach so, weiß ich noch, ich habe noch gar nicht gelesen. Ey, was ist mit deinem... Oh, das Trimax-Logo sieht richtig geil aus, Kevin. Ja, gefällt dir? Ja, willst du auch sowas haben? Vielleicht an meinem Berg, ja. Soll ich hier an deinem Berg oder willst du so einen fetten Luftballon nochmal haben? Also Luftschiff-mäßig, ne? Ja, das wäre hier vorne so. Mach ich hier so einen Luftballon hin, der dann hier vorne so fliegt. Die Frage ist halt jetzt, was machen wir mit diesem gottverdammten Haus von Petrit? Ja, das kann man ja nicht Haus nennen. Also ich würde sagen Frieden, aber wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, dass das irgendwie anders designt wird. Weil, guck mal, der Quittenturm, ja, aber Bro, der hat halt wenigstens vernünftiges Ding, das vernünftige Base, weißt du, was ich meine? Unten. So, und das ist halt nicht mal ansatzweise der Quittenturm. Das ist ja irgendwie so ein hässlicher Verschnitt davon, weißt du? Nee, im Moment sieht der echt gar nicht geil aus. Findest du, das ist Weltkulturerbe? Nein, das sieht scheiße aus. Also sag mal ehrlich, momentan sieht das ein bisschen aus wie eine Kloschüssel, oder? Absolut, eine Kloschüssel auf dem Stelze, ja. Pat, wir müssen uns Gedanken machen um deinen Turm, Alter. Hä? Ich Gedanken, Alter. Gib mir doch noch eine Woche, bis ich das fertig hab. Eine Woche, Kevin. Willst du wirklich eine Woche auf dir sitzen lassen? Weiß ich jetzt nicht. Bin ich sicher, ey, ob ich eine Woche warten kann. Alter, hat jemand eine richtig fette Wurst reingelegt. Bah, wer war das? Warte, ich will sie auch noch sehen. G-Time war das, wenn Chat das sagt, warum sollten die... Ich war vorhin auf Toilette, bevor ihr gekommen seid, bin ich auf Klo gegangen, ich war das nicht. Aber willst du hier direkt, ne, direkt hier G-Time, ne? Nur weil es eine dicke Wurst ist, direkt auf den Fetten schieben, oder was? Hat nichts damit zu tun. Bruder, du hast ein Klo gebaut in unserem Hintergarten, Alter. Warte, ich häng dir noch einen Klostein rein. Seid mal ruhig, hört auf mich zu mobben, Alter. Hört mal auf, Alter, was ist denn jetzt euer Problem? Hä, so voll aus dem Nie. In der Toilette gehört doch reingeschissen. Hört mal auf, so richtig aus dem... Hört mal auf, ey! Geht mal eure Bauprojekte weiter. Boah, hier wurde so richtig reingesprüht. Geht mal eures... Hä, was macht ihr hier? Also, Patrick, entweder du lässt das nicht mehr aus wie eine Toilette oder es wird jeden Tag vollgekackt. Seid ruhig, Alter. Ich baue das, wie ich das bauen werde. Ich finde es sehr lustig, was hier gerade abgeht. Ich finde es medium rare lustig, also es ist halt so... Kommen die Pfeile eigentlich nicht bei dir an, Patrick?
Ja, ich glaub schon. Die treffen mich aber nicht, weil du schlecht bist. Leute, ich habe einen richtig guten Verteidigungsplan jetzt mittlerweile. Patrick wird mich nicht mehr angreifen. Ich habe ein Druckmittel. Geil, das wird richtiger Nachbar. Bist du an einem Turm, Patrick? Patrick hat noch meine Armbrust. Ist mir egal, Leute. Er hat mich mehrfach bestohlen, der hat Mord begangen, alles. Ey, ja. Wenn ihr eine TNT-Kanone baut, ne? Ich schwöre, ne? Ich schreibe eure Arschlöcher auf. Nein, ich kann, ja, ich kann auf meinem Grundstück eine TNT-Kanone bauen, wie ich wir will. Wir bauen keine hier... Kanone, wir bauen eine Gatling-Gun. Wir haben okay. Unendliches TNT. Wir werden so boah, schnell einen Turm mit TNT beschießen. Patrick, ich mach das nur, um mich zu verteidigen. Ich baue die in beide Richtungen, auch in die Richtung von Sinus. Ich möchte nur hier oben, möchte ich eine kleine Dschungelfeste hinbauen. Das hatte ich eh vor. Hier kommen nämlich die restlichen Burgruinen vor meinem Haus hin. Und hier wird eine TNT-Kanone entstehen. Die wird befestigt, die Burg. Ist doch klar. Boah, ich muss mich gerade echt zusammenreißen, was ich ein paar Wörter hier nicht sage, ne? Du hast uns am Anfang, bist du uns so hart auf den Sack gegangen. Und jetzt heute kriegst du die Festung gebaut. Heute kriegst du zurück. Heute kriegst ja, du aber zurück. Guck mal, ich habe jetzt angefangen, mich reinzugliedern. Ich baue produktiv. Ja, aber jetzt kriegst du zurück. Einmal zurück, damit du siehst, wie nervig das sein kann. Das macht keinen Sinn, weil ich werde dann wieder zurück. Ich werde zurückschlagen. Chill mal, Alter. Also ich will nur in Ruhe meine Festung bauen und die mit Kanonen befestigen. Mehr will ich gar nicht. Oh, Revi, der, ne? Ich mach gar nichts. Ich will einfach nur in Ruhe eine Festung bauen, Petrit. Kevin? Ja? Ich habe eine geile Idee. Wir bauen genau hier, wo ich jetzt gerade angefangen habe. Bauen wir ein Luftschiff hin, okay? Mit einer Kanone drauf. Das kann man von meiner Seite begehen, mit einer Brücke. Und hier kommt eine geile Base hin, Alter. Direkt auf Höhe von Petra. Da können wir das Luftschiff in beide Seiten feuern lassen zur Not, wenn dann irgendwas sein sollte, weißt du? So, ungefähr so auf, ja, sagen wir mal so auf der Höhe hier, so ist der Rumpf quasi, weißt du, so. Jetzt soll hier so eine richtig schöne Hängebrücke darüber gehen. Aber ich baue jetzt erstmal kurz die Grundform des Rumpfes, okay? Mir gefällt wohl die Mitte des, also ich finde, es ist gut platziert, das Luftschiff. Oder? Ja, ja. Das ist ja perfekt hier. Also wenn man genau hier, also und da kann man halt hier keine Kanone hin, fliegt dann ins Meer, kann man hier noch drüber. Super. Da kann man sich perfekt in alle Richtungen verteidigen, Leute, wisst ihr? Junge, hört doch einfach auf! Ich hab dir gesagt, bleib aus meinem Haus. Du gehst ja immer in mein Haus rein. Möchte das ist ein ja schöner Schiffsrumpf, Leute. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Hallo. Okay. Warum schlägst du mich denn, Patrick? Ich hab dir doch gar nichts getan. Jetzt muss ich mich verteidigen, weil du mich angegriffen hast. Na toll. Du was Unnötiges, Alter. Das passiert gerade nicht! Wenn du mich nicht angegriffen hättest, hätte ich mich nicht verteidigt. Wäre doch voll cool. Guck mal hier, so ein schönes stromlinienförmiges Boot, Alter. Kleiner Korn, wisst ihr, was ich meine? Nicht perfekt, aber okay. Schiffe sind auch sehr schwierig in Minecraft, finde ich. Babys sind 100 Blöcke. Okay, genau, oder wie? Ja, so ziemlich genau. 105 bis zu seiner Kante von deiner. Okay, ich schau mir mal kurz ein Video an. Bis gleich. Ich will nur das Endergebnis sehen, Leute. And all you need, of course, upload a TNT. One stack each. das ist cool, aber das brauchen wir nicht. Awful idea. Ah, Hilfe! Tomatra! Ah! Piraten! Piraten! Welches Tomatra! Ja, ja, Piraten. Ich hab's gesehen. Ja, Piraten auf unserem Schiff! Oh mein Gott, ich hab nur gesehen, wie du da aus dieser Kajüte rausgerannt kommst und du Pfeil hinter dir herfliegst. Du hast dann gerade dein Corrupted Grab geschaufelt. Wo sind die denn genau? Ja. Du kannst mich ignorieren, Revi, ist okay. Ich red weiter. Was hat denn Revi gemacht? Meinst du am Spawn und ich weiß, was er jetzt gerade macht, Digga. Ich hab Clips bekommen. Ist okay. Das war's, Revi. Wie sagst du? Was dir denn? Kannst dein Haus von vorne bauen. Was denn? Was hab ich denn gemacht, Patrick? Was mit meinem Haus, Leute? Dein Hasu. Ja, was denn? Was? Kevin? Ja, wir sollten mal ganz schnell in mein Haus laufen. Kevin, lass mal schnell in mein Haus. Also, was ist da denn? Mein Haus brennt schon wieder. Patrick will mein Haus sprengen. Von hier unten sieht man ja, aber genau nichts. Genau jetzt, da ist perfektes nicht. Timing, ne? Das habe ich auch immer dann, mein ganz, die Kacke am Dampfen. Mein ganzer ist. Chat schreibt gerade. Also, bei mir schreiben die, das stimmt nicht. Der ist bei Kunga. So, Chat, damit habt ihr eure gesamte Glaubhaftigkeit verspielt. Ich habe eine Katze umgebracht. Patrick plant Angriff mit TNT und Unsichtbarkeit. Aber warum denn, Leute? Ich habe doch hier nur ein geiles Schiff gebaut. Guck mal. Sieht richtig geil aus. Passt hier perfekt rein, Alter. Ich glaube, ich baue gar keine Dinger hin, sondern so Propeller, weißt du? Romatra. Dass das Schiff Propeller? Quasi so mit Propellern so fliegt. Weißt du, gar nicht mit so einem Luftschiff, sondern mit Propellern, weißt du? Du meinst... So Steampunk-mäßig. Ja, ja, das ist sehr geil, aber trotzdem irgendwie obendrauf so. Aha, das Problem ist halt ein Zeppelin, also dieses Zäpfchen, ja, eine Ellipse zu bauen, ist halt so schwer, damit das vernünftig aussieht. Da brichst du dir halt wirklich Braindead des Todes, Alter, in Minecraft, den Kopf, damit es halt irgendwie symmetrisch ist. Okay. Der Panther wird mein Haus jetzt zerstören, spann euch mal bitte. Ich baue doch nur ein Schiff. Unten bei, er kommt in mein Haus. Let's go. Aber warum macht denn Petrit jetzt so einen Stress? Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Er ist da, er ist im Aufzug, Leute.
Ich bin da. Wir sind gleich da. Vielleicht ist er dem Raid gejoint. 10 Sekunden sind wir oben. Er ist in meinem Haus, er ist in meinem Haus. Es wird gefightet. Er ist unsichtbar, vorsichtig. Ja, wieso wird er jetzt gefightet? Oder? Muss ich das in die Hand nehmen oder im Inventar haben, das Totem? Muss das in der Hand haben. Einer von beiden. Er ist hier oben irgendwo, er ist hier. Er will mein Haus abbrennen. Und nicht, dass er jetzt das Schiff anzündet oder sowas. Digga, das wäre so asozial. Ich hab's gerade erst gebaut. Er ist hier irgendwo. Ich hab mal geguckt, es ist safe, der Pillager von Rivi, der dem Raid gejoint ist. Ja, der dann leuchtet. Kill ihn. Was? Ich hab den noch voll mühsam geholt. Tja, hättest ihn hochbringen müssen, musst du einen neuen holen. Drop deine Tränke, Patrick, wir lassen dich in Ruhe. Ich seh ihn, er ist bei mir. Er ist hier, Romato. Er ist hier irgendwo gewesen. Ja, ich seh, die Partikel sind aber voll. Komplett outplayed, Alter. Im unsichtbaren Modus. Outplayed, sagt er. Kompletter Bot. Mhm. Man, die wird jetzt nochmal heftiger. Ich hab Patrick hier vorne, er brennt. Soll ich ihn töten oder nicht? Ja, ich würd's machen, ne? Warum läuft er mit die ganze Zeit mit der Unsichtbarkeit bei uns rum? Ah, nee, doch nicht. Okay, Rebe, das war's. Hol deine Sachen jetzt zurück. Du bist mir gerade voll da reingelaufen, Digga. Hier ist ein kompletter Raid, Patrick. Welche droppen eigentlich die Totems, diese Vampire? Ich bin auf die Raid-Leute am Schießen gewesen, ne? Das weißt du. Patrick? Er sagt, das war's. What the f***? Nein, ich mach jetzt wirklich mit Patrick mal real. Ich hab keinen Bock auf dieses Hin und Her. Was machst du nicht? Also, du willst jetzt nicht gegen ihn kämpfen. Was? Was soll die Scheiße? Lass mal jetzt chillen. Mhm, ja, auf jeden Fall. Nö. Wie nö? Nö. Guck mal, Digga, wenn du mit Tränken und einem Feuerzeug in meinem Haus rumläufst, Alter, mit der Intention, mich zu töten, weil du es offen gesagt hast, dann muss ich mich verteidigen, Alter. Du guckst dir den Tutorial für eine TNT-Kanone an und sagst, ey, Spark, reicht diese Range bis zu Patrick? Ja, aber just in case. Wenn du Andeutungen machst, dass du was sprengst, aber ist ja nicht safe, so, ne? Andeutungen, wenn ich dann sage, ich kill dich, weil das mir zu gefährlich ist, dann würde ich wahrscheinlich von der Insel verbannt werden. Aber guck mal, er hat doch keine Kanone gebaut. Wenn ich Andeutungen mache, dich zu killen, ohne was zu tun, werde ich direkt umgebracht. Aber das Ding ist, du hast die Sachen hergestellt, um mich zu killen. Ich habe keine Patrick. Kanone gebaut. Ich baue doch nur ein Schiff. Sei ein Mann und akzeptiere, was du machst. Ich kill mich jedes Mal, wenn ich nur sage, ich brauche Tränke. Ich werde gekillt. Ich baue doch nur ein Schiff. Ich hab den Clip gesehen. Oh mein Gott, ich hab mir eine TNT-Kanone angeguckt. Vielleicht finde ich das interessant. Und jetzt? Ich mach doch gar nichts, ich baue doch nur ein Schiff. Warum hast du mich gekillt gerade, Revi? Warum? Weil du die ganzen Tränke dabei hattest und mein Haus kaputt machen wolltest, weil du es gesagt hast. Davon gibt's keinen Clip. Und du hast die ganzen. Gibt's keinen Clip. Zeig mir doch den Clip! Ich baue doch nur ein Schiff, was soll denn das, Alter? Willst du mein Schiff kaputt machen, Patrick? Ich hab dein Schiff nie kaputt gemacht, Digga. Wenn du mein Schiff kaputt machst, dann mache ich deine Nase kaputt. Mach die ist eh schief, weil da braucht echt eine Korrektur eigentlich, ey. Verstehe das nicht, Mann. Ich baue einfach nur ein Schiff und der rastet so aus, Kevin. Verstehst du das? Nö. Nee. Die Hängebrücke sieht so sick aus, Romato. Das hast du richtig gut gemacht, Mann. Danke, Mann. Danke. Ich brauche das, wirklich. Lady. Ich brauche das. Da schlafe ich dann heute Nacht besser. Guck mal, Romato. Ist ja richtig und sick. Guck mal hier und hier. So ein kleines Schiff. Siehst du das da vorne? Die in die Richtung da? Könnte man mit einer Kanone darüber schießen? Ja, klar. Mit einer TNT-Kanone? Ja, kann man viel Besseres bauen. Also TNT-Kanone könnte man machen. Mhm. Aber weißt du, was viel geiler ist? Wenn wir eine Missel machen. Also quasi eine kleine Missel, die langsam dorthin kriecht und dann bumm. Wie geht das? Das interessiert also mich jetzt auch. Slime-Blöcke, also so torpedomäßig, meinst du? Ja. Ihr habt doch beide meinen Fahrstuhl gesehen, oder? Ja. Der kann auch waagerecht fahren. Und dann hängen wir noch TNT mit dran. Und sobald das Ding auf irgendwas drauf trifft, explodiert es. Oh Junge, das klingt saugeil. Also das klingt wirklich aber eine TNT-Kanone, geht das von hier nicht auch? Ich meine... Wir können eine TNT-Kanone auch bauen, klar. Oh, da muss ich Spark noch um Rat fragen und Kevin auch. Würdest du sagen, ich darf keine TNT-Kanone auf das Schiff draufbauen oder doch? Also, naja, bei dir ist das ein ziemlicher Risikofaktor, ne? Warum? Also, da können so ein paar Sachen schief gehen, aber... Ja. Baby, wir können ja mal einen Test machen. Nicht hier beim Schiff, sondern wir gehen mal ein bisschen weiter weg. Ich bereite mal was vor und da gucken wir mal überhaupt, wie so eine TNT-Kanone sich verhält, okay? Ja, das wäre interessant. Wir können doch eine Missile bauen. Ich möchte halt nur für den Fall der Fälle mich verteidigen können, weißt du, Joe? Ja, also ich sag auch ganz offen... Mir wäre das echt, also ich fände das nicht so gut, wenn die da oben drauf wäre, weil wenn dann ein Krieg ausbricht und Basti und ich hier am Bauen sind, dann sprengt ihr von uns alles kaputt. Nein, machen wir nicht. Sehr verboten. Deswegen finde ich nicht, dass die auf dem Schiff ist, die TNT-Kanone. Okay, ich würde sagen, dann bauen wir keine TNT-Kanone aufs Schiff, Leute. Aber ich gucke mir trotzdem mal an, ob man eine bauen kann. Ich will trotzdem mal wissen, wie das aussieht. Also ich sag's jetzt hier und jetzt, Leute, ich werde keine TNT-Kanone auf das Schiff jetzt erstmal bauen. Revi, habe ich das richtig verstanden? Es geht darum, Patrick ein bisschen zu ärgern? Ja. Weil da gibt es doch wesentlich interessantere Möglichkeiten, die mieser, gemeiner, diabolischer und lustiger sind. Ich habe deinen Clip gerade gesehen. Welchen? Wo du gerade sagst, wo Joe Croft erklärt, dass man Missile machen kann für meinen... Nein, ich habe doch gerade gesagt, ich baue nichts. Ist doch entspannt. Ich zünde dein Schiff jetzt an. Ich habe doch gesagt, ich mache nichts. Ja. Revi hat gesagt, wir bauen nichts. Wir bauen noch keine TNT-Kanone. Ja, schön. Ich zünde das Schiff geile an. Geile Uhr, Joe, wirklich. Dein Schiff brennt, Revi, ne? Halt's mal, tut's nicht. Ist nicht wirklich so, oder? Das Schiff brennt.
Es brennt. Ich hab den kompletten Stream jetzt daran gearbeitet, Alter. Das ist so, Digga, ich hab doch gerade gesagt, ich mache nichts. Sorry, Digga. Das ist wirklich unfair. Das wäre was für sorry, unfair. Alter. Was für sorry, du Hund. Revi, wenn dein Schiff tatsächlich brennt, ja, dann kann ich mit einer TNT-Kanone alles in die Luft jagen, was du möchtest. Alter, Digga, ich hab doch gesagt, ich mache nichts, Petrit. Schön. Hat halt wirklich ja, was schön. Gesagt. Das ist doch kein Grund für mich. Das ist so schwachsinnig, Alter. Ey, Digga, das ganze Schiff jetzt, oder was, du Missgeburt? Oh je, ich sehe schon, gleich rastet es aus. Also wenn das jetzt brennen sollte gleich, ne? Ich sag da nur, mute ich mich für 5 Minuten, ja? Und, brennt das Schiff, what? Und für Twitch, ich distanziere mich von jeglichen ja, Aussagen, same. Die gleich getroffen werden. Schiff brennt nicht, labert doch nicht alle, Alter. Das war doch mal... Nö. Hör mal auf, Early Boy, sag mal kein Spiel. Du hast mich gerade getötet. Oh, danke. Das war doch ein sozialer Prank. Nie wieder okay, mein Schiff betreten. Ey, das war ein richtig guter Prank. Wir haben gelacht. Revi ist ausgerastet. Okay, Chat, ich mute mich mal ganz kurz bei OBS und Joe auch. Ich hab... Das hat seinen Grund. Warte mal ganz kurz. Sorry, Chat, ich musste gerade ganz kurz was klären. Hat jemand Obsidian für uns, für die Kanone? Warum brauchst du jetzt Obsidian für die Kanone? Zum Weil Test. Ich einfach eine Kanone bauen ja möchte. Aha. Ich sehe es schon kommen. Was ich sehe es kommen. Ich sehe es einfach, die Eskalation. Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst. Petrit, ich stehe gerade mit TNT in deiner Base. Ja, Digga, aber das ist schon risky. Ich habe halt keinen Bock, dass wer anders da irgendwie zu Schaden kommt, ne? Nein, 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 wir passen auf. Wenn du meinst, Alter, ich vertraue dir jetzt vollkommen. Ich hoffe, dass es funktioniert, Junge. Das wäre so geil, Alter, das wäre so geil. Vor allem, wie übertrieben hoch halt, weißt du, was ich meine? So, erstmal darauf einen saufen, Alter. Lecky. Joe, das hätte ich von dir nicht gedacht, Alter. Ich dachte, du wärst so der Überallmann, so korrekt und so immer staatlich so geprüft. Ich bin gerade hier derjenige, der diesen Obsidian abbaut. Bau du den gerne ab hier. Ah. Ich hasse deinen Skin so sehr, Revi, ne? Guck das nackten Arsch an, guck. Wir sind quitt, oder? Digga, warum ist die TNT? Ich würde das nicht anfassen, das geht hoch, ne? Ich fasse das auch nicht an, aber ich kann es nicht wegmachen. Nee, kann man doch nicht. Hast du euch, ne? Was macht ihr? Was ist gerade Mobbing? Mobbing in meinem. Das ist einfach Mobbing, der was ich hab. Einfach Mobbing, so. How to mob. Okay, wie kann man das entschärfen? Warte, ich mach's weg. Okay, Petrit, folgendes wird es passieren. Komm mal wieder runter zu mir. Ich bin unten bei Kevin hier am Tanzen. Komm mal zu mir, ich geb dir ein Totem auf Undying. Ehrlich jetzt? Wollen wir heute so damit den Frieden des Todes ballern? Ja. Ufer, da. Sind wir heute auf jeden Fall stabil. Oh, der Booster geht rein! Geht's dir gut? Komm hier runter. Petrit, du sollst hier hinkommen. Komm hier runter. Dieses Podium. Warte, komm her, Petrit, komm her. Willkommen! Komm her! Versammelt euch, meine Ritter der Tafelrunde. Mein Gott, Alter, was ist denn dein Problem? Was denn, Joe? Kein Problem. Bleib stehen, du Schwanz. Der Schwanz, du noch mal, bitte kommen Sie hier runter. Komm, wir gehen hoch. Saya, wir benötigen Holz. Du kleiner, ich hasse dich. Und das Chief Shanones. Warte. Chief Shanones. Bingo. Okay, hol mal mehr Obsidian, bitte. Hol mal mehr Obsidian. Kommentar Chief Shanones. Bau mal ein bisschen höher. Vertritt. Ich dachte, komm, du mal. Wolltest heute nicht. Hier, guck mal. Gib mir ein bisschen Vordampf für dich. Also. Geil. Ich bin gerade auf Albanisch, egal, ja, die checken, Alter. Du hast okay, komm, wir geben ihnen einen Eimer, bitteschön. Ja, wow, Digga, soll ich meine Pisse da reinballern und hochschwimmen, oder ja, was? Ja, irgendwo musst du auch hinscheißen, du. Was soll genau das jetzt hier? Bei dir am Haus? Bau mal hier oben zu, dass du noch ein Loch ist. Hallo, wo seid ihr, Jungs? Ich weiß auch nicht, wo seid ihr? Reden. Achtung, Durchsage. Was macht ihr schon wieder da? Guck ihn dir an. Ich hasse dich, Revi, ne? Ich will dafür jetzt einen Sub von dir! Also, okay. Das ist das Mindeste! Okay. Geld! Ich schwöre, ich hab damit null gerechnet, Digga! Hell, okay, krass, Alter. Er will mir Toten auf Undying geben, Alter. Okay, krass, es war jetzt nichts Besonderes, aber. Petr, by the way, du kannst nicht durch Hunger sterben, ne? Nur, dass du es weißt. Hör auf! Ja! Petrit, guck mal, dann hast du auch noch ein bisschen was zu essen. Du kannst ja versuchen, einen Federblock zu craften. Oh, den gibt's leider nicht. Hat dein Maul, Revi. Ja, wir haben ja nicht mal mehr ansatzweise genug Eier. Glaub es mir, Max und Romata haben es schon hinbekommen, an Hühnern zu sterben. Ja, ihr kleinen Bastard. Hat jemand Regenerationsforschungs? Regenerationsforschungs hab ich sogar. Soll ich euch nicht mehr sagen? Ich hab daran gedacht, du kleine... Digga, wer? Die Regeneration? Also, ihr habt meinen Dornteil ausgegeben. Wer hat ihn...
Oh. Kevin, Alter! Kevin! Was denn? Oh mein Gott! Dornen auf deine Rüstung! Leute, ihr baut den Käfig aber auch wieder ab. Das habe ich komplett vergessen, sorry, Leute! Hä? Freiheit! Freiheit, Freiheit, Freiheit! Oh, Junge, Alter. Lass mal jetzt wirklich chillen, okay? Okay. Ich geb dir jetzt Real Talk ein Totem of Undying. Das ist mir auch, kann mir auch selber fahren. Du baust diese Schatten nicht weiter. Es war ein sehr funny Streampad und das Boot ist schön geworden, oder? Das Boot ist richtig. Ist ja, das ist cool. Schon. Ich hatte halt Angst. Muss das Boot anzünden. Nein, hey, versprichst du es? So Leute, ich möchte mich an der Stelle erstmal mal ganz kurz bedanken. Auf jeden Fall auch bei Patrit, dass er das hier so cool mitgemacht hat und gesagt hat, ja, ist alles fein für mich so. Morgen wird ein produktiver Stream werden, weil ich damit Trimax ein bisschen was machen möchte. Ich möchte morgen wieder das Luftschiff bauen. Und ihr merkt schon, Leute, wir tasten uns gerade langsam ans Roleplay ran, wisst ihr? Und ich habe extrem Bock drauf. Und ich habe auch extrem Bock, demnächst nach der Bürgermeisterwahl mal zu gucken, was da abgeht. Wir machen ein bisschen Action so. Ich habe da ein paar Pläne, Leute. Wartet einfach ab. Das wird auf jeden Fall ziemlich geil, Alter. Es wird ziemlich nice. Und ich glaube, dass wir da wirklich extrem viel Potenzial dieses Projekt haben, Alter, dieses Craft Attack Season. Wir haben eine geile Truppe. Wir sind nicht mehr so salty wie früher. Es wird nicht mehr so viel rumgeschrien, Mann. Wir wissen alle genau, was bei Craft Attack geht. Selbst wenn mein Boot jetzt abgefackelt wäre, Leute, ich schwöre, ich hätte es mit Humor genommen, Alter. Weil letztendlich ist es für uns alle geiler Content. Und wir sind alle extrem dankbar dafür, dass ihr das hier so unterstützt. Wisst ihr, was ich meine? Leute, und da Patrit heute so viel leiden musste, Alter. Joe, du streamst gerade nicht, ne? Nee. Werde ich heute Patrit raiden? Wir sehen uns morgen. Ich gebe euch die Zeit noch per Instagram-Video und Community-Tab wieder durch, Leute. 20.000 heute wieder im Peak. Ich küsse eure Augen. Zu krank, was dieses Projekt mit einem anstellt, Leute. Ich verstehe es nicht, Alter. Vielen, vielen Dank, Mann. Das war ein knackiger 3,5-Stunden-Stream. Romatra, halt dein Maul. Was? Ich hab gar nichts gesagt. 3,5 Stunden ist eine Menge, okay? Ja, immer ja. Noch. 3,5 Stunden sind auch. So, Leute, rüber zu Patrit. Vielen, vielen Dank, Mann. Wir sehen uns morgen, danke. Leute. Und mega danke für diesen geilen Support, Mann. Haut rein.